Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, heute gehen wir es jetzt endlich an. Wir werden diese Noveria-Mission endlich beenden. Sie hat jetzt lang genug gedauert, finde ich. Sie hat jetzt wirklich lang gedauert. Und heute machen wir ein für alle Mal Schluss mit der Mission. Das ist für mich die nervigste Mission in diesem Spiel, weil sie einfach verdammt lang ist und irgendwie zu wenig actionreich, aber das habe ich ja schon mal gesagt. Ja, und ohne große Umschweife machen wir jetzt einfach weiter, sonst quatsche ich hier wieder so viel und die Aufnahme wird nur länger. Und wir stecken länger bei der Noveria-Mission fest und das... Achtung! Sicherheitsprotokoll ist aktiv. Bitte kontaktieren Sie vor einer Wartung den Sicherheitsdienst. Ja, man hat uns ja gewarnt, der gute Dr. Cohen? Ist der Cohen? Ich glaube, hier ist Cohen. Ich habe hier noch gerade gewartet, bis der Schild noch geladen hat. Los, los, los! Schaltet sie aus! Los, los, los! Stirb! Los, los, los! Typen sind nicht die schwersten. Schaltet sie aus! Ich mach dich fertig! Kurz mal einen Schildboost benutzen. Wieder nach Sachen um und ist hier der Aufzug. Bingo, also schnell speichern. Bald müssen wir auch wieder ein Level up haben. Das freut mich natürlich auch immer. Und ja. Jetzt geht's so langsam ans Eingemachte und mein Trainerchen in Venesia, ja, das ist schon Brocken. Chemisch 3 gefällt mir. So, dann gucken wir doch nochmal, was haben wir denn. Ich kann die Rückstoßdämpfer nochmal, Lachenstabilität. Ne, aber chemisch 3 können wir nutzen. Das bringt dann nämlich mehr Giftschaden. Und das ist. Hier lang. Ach so, da kann ich denn jetzt. Hier geht's ins Labor. Und hier geht's jetzt nochmal zu solchen Quartieren. Versuchen wir erstmal hier was abzustauben. Das ist aber keine so. Man merkt schon, dass das keine leichte Dechivierung ist. Scheiße. Okay. Dann machen wir es halt mit Universalgel, weil ich will alles haben. Das ist
Also das hier finde ich verdammt cool. Also die Umgebung bei Mass Effect, das ist schon... Ja, das ist schon cool. Ist schon sehr gut gemacht, finde ich. Und ich habe halt hier rum. Stirb! Warum würde ich jetzt sterben? Ach, und jetzt sind wir hier. Achso. Gut, dann haben wir ja, glaube ich, jetzt bis auf einen Fahrstuhl. Hier, bis zum Hochsicherheitslabor haben wir jetzt alles gesehen. Das Hochsicherheitslabor kommt, glaube ich, ganz am Ende. Ja, gut. Dann gehen wir doch jetzt mal ins Sicherheitslabor. Und machen den, ersten kleinen Bosskampf, sage ich jetzt mal. Im Mass Effect kann man das ja nicht wirklich Bosskämpfe nennen. Das sind dann einfach nur schwere Gegner. Ja gut, also bei Morrowind kann man es ja auch nicht Bosskämpfe nennen. Das ist ja quasi wie bei Morrowind, wenn wir einem starken Anführer auf die Fresse geben. Ja. Das tun wir jetzt auch mal gleich, wenn ihr es hier schnell speichern. Das oberste Gebot. Oh, da oben steht sie schon. Aber wir können nicht, dass sie schießen. Sie wissen nicht, wie es ist, eine Mutter zu sein. Leben zu erzeugen bedeutet Macht. Ein Leben zu formen, ihm Zufriedenheit oder Verzweiflung zu verleihen. Ihre Kinder sollten die unseren sein. Aufgezogen, um Sarens Feinde aufzuspüren und zu töten. Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten. Wir müssen nicht kämpfen. Sie können mit uns zur Zitadelle zurückkehren. Eher nicht. Oh, ich hasse diese Asari-Kommandoeinheiten. Die sind richtig blöd. Ihr von der Kommandoeinheit tötet, jetzt kommt die. Thank you.
zeig dich. Es ist noch nicht vorbei. Saren kann nicht aufgehalten werden. Mein Verstand ist voll von seinem Licht. Alles ist so klar. Die Rachni haben nicht mit ihnen kooperiert. Warum sollte ich es dann? Ich werde ihn nicht verraten. Sie werden... Sie... Hören Sie zu. Saren ist noch in meinem Kopf und flüstert mir Dinge zu. Ich kann seine Beeinflussung bekämpfen, kurzzeitig. Aber die Indoktrination ist so stark. Sie könnten mich also wieder angreifen? Ja. Ja, aber das wäre dann nicht aus freien Stücken, Shepard. Die Leute sind nicht sie selbst, wenn sie in Sarens Nähe sind. Man beginnt, ihn zu verherrlichen, ihn zu verehren. Man würde alles für ihn tun. Die Sovereign, sein Flaggschiff, ist der Schlüssel. Sie ist ein Schlachtschiff von unglaublicher Größe und ihre Macht ist außergewöhnlich. Die Sovereign ist anders als andere Schiffe. Woher kommt sie? Kann ich nicht sagen. Die Gate haben sie nicht erbaut. Ihre Technologie ist fortgeschrittener als die jeder anderen Spezies. Je länger man an Bord bleibt, desto richtiger erscheint einem Sarens Verhalten. Man sitzt zu seinen Füßen und lächelt, während man von seinen Worten durchdrungen wird. Zuerst ist es ganz subtil. Ich dachte, ich wäre stark genug, um zu widerstehen. Stattdessen wurde ich zu einem willigen Instrument, erpicht zu dienen. Er schickte mich hierher, um herauszufinden, wo das Mu-Massenportal ist. Sein Standort galt tausende von Jahren als verschollen. Es wurde auf Noveria gefunden? Vor 2000 Jahren besiedelten die Rachni diese Gegend unserer Galaxis. Sie entdeckten das Portal. Die Rachni können Erinnerungen über ganze Generationen teilen. Und Königinnen können das Wissen ihrer Mütter erben. Ich konnte den Standort des Portals in den Gedanken der Königin lesen. Dabei war ich nicht gerade zimperlich.